Ja, willkommen zu Sonic the Hedgehog 1. Wie? Schon wieder Sonic? Ja, schon wieder Sonic. Und zwar mit einem ganz besonderen i-Tüpfelchen. Ihr hört es schon an der Musik, kann ich wetten. Wir spielen es das 50 Hertz Sega Mega Drive Original über meine Sonic-Sammlung für den Nintendo GameCube. Wenn man bei der TV-Qualität auf 50 Hertz einstellt, kriegt man die originalgetreue europäische Sega Mega Drive Version. Und diese war halt nun mal langsamer als die amerikanische und japanische Version von Sonic 1. Ich freue mich sehr auf dieses Let's Play-Projekt, vor allem es weckt schöne Erinnerungen und wir haben das Spiel ja in Originalfassung noch nicht gespielt gehabt. Ihr seht richtig, ich gehe jetzt gerade in eine Edelsteinwelt, in eine Spezialwelt, in eine Edelsteinwelt. Mal gucken, ob ich das noch das Ganze kann. Alle 6 Edelsteine einzusammeln. Sollte eigentlich nicht so schwer sein. Boah, ich merke gerade, das ist so schön langsam. Lange nicht mehr gespielt, das Original. Die meisten von euch kennen Sonic nur in schnellerer Geschwindigkeit. Aber das kenne ich noch. Das habe ich mit als erstes gespielt. Genau diese Geschwindigkeit. Das ganze Spielprinzip wurde erst in Sonic 2 auch für europäische Geräte angepasst. In Teil 1 hat man es halt noch nicht angepasst. Es gab etliche Mega Drive-Spiele, die unangepasst auf den europäischen Markt kamen. Deshalb ist das Ganze auch so ungewohnt. Wir werden im Übrigen noch einmal die ganze Sonic-Trilogie spielen nach Sonic the Hedgehog in Original 50 Hertz Qualität wird ein Spezial-Let's Play folgen zu Sonic the Hedgehog 2 und zwar mit Knuckles gespielt. Knuckles ist der rote Ameisenbär. Der ein oder andere kennt ihn und den haben wir ja schon in Sonic 3 und Knuckles, welches wir mit Tails durchgespielt haben, gesehen. Wir machen das Let's Play dieses Mal ein bisschen anders. Ich benutze ja jetzt eine richtige Aufnahmetechnik. Wir werden immer eine Zone pro Part durchspielen. Und wir gehen auf die Edelsteine, würde ich vorschlagen. Kann natürlich sein, dass ich das nicht ganz schaffe, jetzt auf einen Schub durchzuspielen, wegen meiner Aufnahmebegrenzung von einer Stunde, die ich hintereinander aufnehmen kann, aber das sollte uns nicht hindern. Die ersten 6 Edelsteine werden wir wahrscheinlich einsammeln können, dass wir sie gesehen haben noch einmal. Oh, ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Hier geht's lang. Oh. So, jetzt müssen wir uns hier hochquellen. Ja, das ist perfekt. Das kommt wie Ruckeln vor, die Bonuswelt. Na, da kommen wir nicht rein. Da sind wir noch nicht reingekommen. Jetzt habe ich auch noch, bin ich an den Drehblock rangekommen. Kein Problem gewesen. Haben ihn, den zweiten. So, und da geht es jetzt, quasi gesagt, in den Eck 3 und Kenner wissen es. Eck 3 war der Boss-Sekt gewesen gegen den bösen, fiesen Wissenschaftler Dr. Robotnik. Das 50 Hertz Original, das europäische Original, muss man ja dazu sagen. Ich verbinde schöne Erinnerungen mit dem Spiel. Als wir das damals gespielt haben, ich fand das Spiel schwerer als Sonic 2. Oh, oh. Aber wir können ja auf das Leben gehen.
Ja, ich finde es persönlich schwerer als Sonic 2. Vor allem das 50-Hertz-Original mit seinen fiesen Rucklern in der Labyrinth-Zone. Und im Let's Play konnte sich Tails, was wir damals gespielt haben, vor 3 Jahren müsste das sein mittlerweile, einkugeln und so ein Turbo machen. Das kann Sonic hier gar nicht. Das macht die Sache nochmal schwerer. Gleich geblieben ist die Musik von Dr. Eggman. 8-mal müssen wir ihn noch treffen. Ich liebe es. 4-mal haben wir schon ihn. 5-mal. 6-mal geht noch. Oh, da haben wir das gerade nicht geschafft. So, und einmal müssen wir ihn noch treffen. Und Part 1 ist geschafft für heute. Sonic the Hedgehog, das 50-Hertz-Original. Beim nächsten Mal geht es weiter mit der Marble-Zone. Viel Spaß und danke fürs Zusehen. Warum habe ich jetzt viel Spaß gesagt? Naja.